Hi Leute, ich bin unglaublich aufgeregt, denn ich zeige euch jetzt die neueste Kollektion von Exquisive. Und zwar sind das Mützen. Doch nicht irgendwelche Mützen. Abgesehen davon, dass es schöne Schafswollmützen sind, die unglaublich kuschelig und weich sind. Nein, es sind auch noch Pferdeschwanzmützen. Hier seht ihr einmal die vielen unterschiedlichen Farben, die wir anbieten. Und ich zeige euch gleich an meinen liebsten Exemplaren, wie ich die Mütze trage und wie ich meine Haare dabei style. Wir fangen an mit diesem wunderschönen Altrosa, passend zum Sofa. Hier ist das Loch drin, wo der Pferdeschwanz gleich durchkommt. Und das machen wir jetzt mal. Und hier kommt dann der Pferdeschwanz durch. Und fertig ist der klassische Pferdeschwanz-Style mit der Pferdeschwanzmütze. Ich finde, es ist einfach super praktisch, wenn man ein Pferdeschwanzträger ist, so wie ich. Das ist die perfekte Lösung, auch wenn es kalt ist. Jetzt zeige ich euch mit der weißen Mütze mal noch einen etwas klassischeren Stil. Wir haben zwar keinen Bommel an der Mütze, aber dafür können wir uns selbst einen machen. Das ist jetzt mein klassischer Pompom mit meinen eigenen Haaren. Wenn wir den Pompom aber ein bisschen größer haben wollen, dann benutze ich so ein Kissen und dann wird das eher ein Messy Bun. So, jetzt haben wir einfach einen größeren Pompon und es sieht einfach so hübsch aus, wie ich finde. Und nachdem wir jetzt ziemlich girly unterwegs waren, habe ich jetzt noch einen edgy Style für euch und zwar mit der grau-schwarzen Mütze. Was kann man mit dem Pferdeschwanz noch machen, außer ihn einfach so tragen? Natürlich flechten. Und fertig ist der Fischkretenzopf. Ihr seht also, wir haben damit jede Menge Spielraum. Wir können so kreativ werden, was die Frisuren angeht. Also ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Rumexperimentieren und habt viel Freude an eurer neuen Mütze.